Und soeben hat uns diese Einmeldung erreicht. Die USA reagieren jetzt schnell nach der TV-Ansprache von Wladimir Putin. Sie kündigen nämlich Sanktionen gegen die Separatistengebiete in der Ostukraine an, verbunden mit wesentlichen wirtschaftlichen Einschnitten. Und wir arbeiten ja bereits an der Schalte zu unserer US-Korrespondentin Nancy Lanzendörfer, die das gleich für uns weiter einordnen wird. Aber auch die EU hat etwas beschlossen. Genau so ist es, denn die EU wird auch mit Sanktionen jetzt auf Russlands Entscheidung reagieren, die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Ratspräsident Charles Michel jetzt vor wenigen Momenten. Ja, Christoph Wanner aus Moskau ist uns natürlich die ganze Zeit schon zugeschaltet, seit Wladimir Putin seine TV-Ansprache gehalten hat. Christoph, du hast diese beiden Einmeldungen jetzt von uns gehört. Also die USA reagieren schnell, die EU reagiert schnell. Wir haben einen doch verbal sehr aggressiven Wladimir Putin gehört. Aber wird ihn das in irgendeiner Form beeindrucken? Naja, Carsten, es kommt natürlich darauf an, was das jetzt für Sanktionen sind und welche Härte da jetzt kommen wird. Wenn das also personenbezogene Sanktionen sind gegen Mitstreiter oder irgendwelche Oligarchen, dann glaube ich, wird ihn das relativ wenig, wenn ich das so sagen darf, interessieren oder ich wollte eigentlich sagen jucken, weil das ist alles mit eingepreist, du musst mich verstehen. Und zwar die megareichen, superreichen Russen, die wissen genau, welche Gefahren auf sie lauern. Aber diese Männer, die hängen alle von Putin ab. Die sind alle da von Putins Gnaden in diesen Ämtern, im Sicherheitsrat oder die Oligarchen mit ihrer ganzen Wirtschaftsmacht. Das passiert ja alles nur, weil Putin überall sein Platzett dazu gibt. Und deswegen sagen diese Leute, ja, lieber sind wir hier in Russland, haben hohe Ämter, haben viel Geld und dann ist der Preis dafür eben, dass wir im Westen eventuell mit Sanktionen belegt werden. So ist es. Das wird keinen wirklich aus dem Konzept bringen. Wenn das Wirtschaftssanktionen sind, wie zum Beispiel Technologietransfer, dass der gekappt wird oder eingeschränkt wird, das tut natürlich schon wesentlich mehr weh, wenn bei Chips dann zum Beispiel der Nachschub nicht kommt, weil da ist Russland natürlich verwundbar, weil Russland ist kein Hightech-Land. Aber natürlich gibt es da auch den Ausweg über China an viele Sachen ranzukommen. Also das mit den Sanktionen ist so eine Sache, da ist immer die Frage, wie stark das wirkt. In der Vergangenheit haben Sanktionen Wladimir Putin nicht zum Umdenken gebracht. Wir haben das ja erlebt. Nach der Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014, was da kam, Putin hat seinen Kurs nicht geändert. Und ich denke, das wird jetzt wieder so sein. Wladimir Putin hat eine Idee, die ich gar nicht aussprechen möchte. Ich habe den Verdacht, dass Putin einfach versucht, russische Erde zu sammeln. Und dass er sich da auch in den Geschichtsbüchern gerne wiederfinden wird später. Das ist die Entwicklung, die wir haben. Ich bin selbst komplett entsetzt, weil ich das nie gedacht hätte. Aber wir sind ja tatsächlich in einer Eskalationsspirale, wo ich auch nicht weiß, wie man da wieder rauskommt. Ich hätte das nie gedacht, dass Wladimir Putin so weit gehen wird. Und jetzt können wir nur hoffen, dass er jetzt wenigstens hier anhält und nicht noch weitergeht und eine Invasion in der Ukraine wagt. Eine Spirale, auf die es jetzt die erste Reaktion auch aus Washington gibt. Deswegen vielen Dank nach Moskau, Christoph Wanner. Und wir wollen direkt nach Washington schauen. Nancy Lanzendörfer, es gibt jetzt also die ersten Sanktionen aus Washington. Und die sind im Gegensatz zu denen aus der EU auch ganz klar bereits benannt, was man jetzt also tun will. Wie sieht das Ganze aus? Und vor allem steht das schon im Zusammenhang mit einer möglichen Invasion? Oder sieht man das als zwei getrennte Dinge noch immer an? Das sieht man als zwei getrennte Dinge an, denn das Weiße Haus sagt auch noch mal explizit dazu, diese Sanktionen, die man jetzt ankündigt, die sind anders als die hohen Kosten, weitreichende Maßnahmen, die man vorher ja schon angekündigt hat, sollte Russland erneut in die Ukraine einmarschieren. Ja, und das Weiße Haus sagt jetzt, das hatte man schon fast von Russland erwartet und man wird eben sofort reagieren. Ich darf zitieren, also dass Biden eben bald eine Exekutivorder unterzeichnen wird, die neue Investments, den Handel, Finanzierungen von US
Personen untersagen, von, zu oder in diesen Regionen, von denen wir sprechen. Und wie gesagt, das sind wiederum andere Sanktionen als die, wenn Russland doch in die Ukraine noch mal erneut, muss man ja sagen, nach der Krim einmarschieren sollte. Man wird auch mit den Alliierten, mit den Verbündeten in Kontakt bleiben, hat das Weiße Haus auch noch bestätigt. Und ich habe auch gehört, dass Biden, nachdem er mit Zelensky gesprochen hat, dem ukrainischen Präsidenten, für ungefähr 35 Minuten auch mit Deutschland und Frankreich noch telefonieren wird. Aber Nancy, die große Frage, die sich ja jetzt stellt, die USA haben jetzt schnell reagiert. Sie haben also jetzt erstmal wirtschaftliche Sanktionen wegen der Anerkennung der beiden Volksrepubliken von Wladimir Putin also angesetzt. Aber was heißt das militärisch? Gibt es da schon irgendwelche Meldungen aus dem Weißen Haus, dass dann doch mehr US-Truppen nach Europa versendet werden? Nein, im Moment noch nicht. Wir hören auch das Stichwort Sanktionen, vielleicht noch das kurz dazu, das Finanzministerium oder auch das Außenministerium später dazu noch mehr Details geben werden. Aber was jetzt Truppenbewegungen angeht, da bisher noch keine Neuigkeiten vom Weißen Haus. Wir können aber davon ausgehen oder es könnte sein, dass man weitere Truppen zur Verstärkung sozusagen in Osteuropa, da sind ja bereits einige geschickt worden, dass da weitere hinzukommen werden. Das hatte der Sprecher des Verteidigungsministeriums bereits durchklingen lassen. Also das könnte durchaus sein.